Wenn eine Person von uns Problem hat, dann denkt die Person, dass dieses Problem das größte aller Zeiten wäre und das größte Problem. Es gibt kein Problem, keine Person unter den Menschen, die so ein Problem hat. Ich kann das nicht mehr ertragen, sagt man. Niemand würde so geprüft wie ich. Aber wenn du die anderen von den anderen hörst, was sie erleben, was sie erlebt haben, dann wirst du lachen. Sagst, ich mach mir. Meine, bei manchen Leuten, der Tisch wurde gekratzt. Da gibt es ein Problem und Depression und ich weiß nicht was. Oder der Mann hat sie angeschrien oder sie hat ihren Mann angeschrien. Da Weltuntergang. Ja, das ist ein großer Problem. Oder jemand hat sein Geld verloren. Pleite gegangen. Ja, Welt. Da guck mal die andere. Du hast noch eine, doch, du kannst essen, du kannst trinken, du hast Wohnung. Es gibt Leute, Schnee ist 80 Zentimeter und die leben in einem Zelt. Und die können nicht laufen. Die haben nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Und die haben überhaupt keine Rechte. Die sind keine, Katzen sind besser. Wallah, ich war einmal im Tierheim hier. Das ist tausendmal besser als dort, wie die Menschen leben, die Armen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Ayah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, heißt, dass der Mensch bestimmte Sachen nicht ertragen kann, wird Allah von dir niemals verlangen. Und deshalb, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aushalten, das ist eine Aussage, die falsch ist. Wir können, solange du am Leben bist und solange du was machen kannst gegen das, was du hast von Problemen, dann heißt, du kannst dieses Problem ertragen und du kannst es aushalten. Aber wenn das schwer ist, dann bitte Allah um Verzeihung, Vergebung. Bitte Allah, dass Allah dir hilft. Versuch mal, dich zu behandeln. Versuch mal, die Welt von einer anderen wirklich Ecke anzuschauen. Versuch dein Spektrum ein bisschen breiter zu machen. Und immer bleib auf dem richtigen Weg. Behüte deine Religion und praktiziere das richtig. Dann werden deine Probleme, wenn die auch groß sind, in deinen Augen so klein werden. Aber wenn du Allah nicht fürchtest und wenn du die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht hast, dann wirst du jedes kleines Problem als Berg sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.